Da ist er ja, da ist er. Der BR111 und Wanderlaut wird da die Hintergrund, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe die Überraschung, hier ist die Überraschung, und zwar der Steuerwagen, die S-Bahn, Orange Wante. Und natürlich hinten ist die BR111 auch in Orange. Ja, wir fahren hier auf der Strecke Köln-Düsseldorf mit ein. Natürlich, ich will heute mal dieses Video ein bisschen, ja, wir fahren erstmal diese Folge, fahren wir erstmal Steuerwagen und danach den B111. So, wir steigen einfach ein. Oder wir gucken erstmal um. Wir haben die Sitze, die X-Wagen hier. Da haben wir schon X-Wagen, muss ich sagen. Also, schöne Sitze, könnt ihr umschalten. Ja, schöne Sitze, gefällt mir auch sehr, Lichter. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und nicht zu fackeln. So, ich habe mir eigentlich mal drüber gelassen. Fahren wir einfach mal. So, so das Ding zu fahren zu bringen, da brauche ich ja mit euch ja sagen Shift 9. Die ZWS aktivieren. Erstmal Tür aufmachen. Machen Panto an. Panto aktivieren. Da müssen jetzt zwei offen sein, weil ich habe keine Ahnung. Was ist denn da, Hauptschalter? Machen wir Hauptschalter an. Mal Richtungswender. Licht an. So. Die Fahrzielanzeige muss gestellt werden. Da gebe ich einfach mal Düsseldorf Hauptbahnhof ein. Oder? Ja, komm. Ja, mal gucken. Mal Bremsen testen. Ganz gut. So. Geht auch gleich los. Mach gleich die Tür zu. So, die Tür sonst. Und Ram, Abfahrt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's mal los. Da ruckelt der Wagen schon. Da zieht der Wagen, den zusammenziehen zu können. Und funktioniert. Pom 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 pom. Bum, bum. Meine Damen und Herren, begrüße ich euch zum S-Bahn Verkehr der Deutschen Bahn. Auf nächster Halt ist Köln Messe Deutz. Und es hat Sound ist auch gut. Wunderbar. Heute auch mal was anderes fahren. Haben wir mal Licht an. Ja, die Strecke, die in Zug einzusetzen. Weil, ihr kennt auch schon Beispiel-Videos, die haben andere Zug einzusetzen. Ich habe die nie eingesetzt, weil der passt auch sehr gut Richtung Dortmund. Fahren auch diese komischen X-Wagen noch rum. Ist noch rot, scheiße. Sie können vorbeifahren, danke. Es gibt auch Szenarios mitgeliefert, mit einer, ja. Szenarios sind auch, glaube ich, mitgeliefert, habe ich drauf gestanden. Köln-Düsseldorf. So. So. Tom-Tom, Tom-Tom. Sie verdrücken. Und wir schalten auf. Mehr auf, dass wir ein bisschen fahren können. X-Wagen. Nächster Halt. Köln-Messe-Deutz. Ausstieg. Rechts. Links, links, ne? Rechts. Links aussteigen. Weiß ich jetzt nicht. Ah, egal. So, wir bremsen einfach mal, den Bremsdruck aufzubauen und jetzt bremsen das Bremsen zum. Bin ja 11 heute. Und jetzt Tür auf. Hört ihr diese Tür-Sounds an? Hören sich geil an. Das sind X-Wagen-Türen. Ja, ich habe gedacht, bis Köln irgendwas fahren wir danach. Danach fahren wir bis
Mach mal ein bisschen lauter, wenn ich lauter spreche, hört er nicht den Sound ein bisschen, im Moment den Sound ein bisschen lauter, dass sie ein bisschen Sound genießen. Ja, Köln-Stein, irgendwas fahren wir bis. Und dann fahren wir, wenn wir gerade eine Pause. Machen wir, ob du B11 fahren. Und weiterfahren. Exakt. Dann, 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 dann. Ruhe. Wow, geil. Es gibt verschiedene Szenarios mit dem Zug. Weil ich muss mich lauter machen. Im OBS, also mich besser versteht, weil wenn es lauter ist, dann ja, ich krieg auch ein neues Mikrofon. Ich krieg bald ein Mikrofon. Alle Leute waren neidisch gewesen. Alle Leute haben angeschaut. Leute, Moment, eine kurze Ankündigung machen. Ich kriege bald Mikrofon. Und ja, es soll im Laufe der Zeit die Videos verbessert werden. Und zwar, ja, es kann zum Beispiel sein, sagen, man hört nicht kaum. Gummi. Nächste Halt, Köln-Mülheim. Wow, geil. Dass die Strecke ja diese Wagen besitzt, Lauf der Zeit und jetzt Lauf der Wagen fahren Normalzüge rum. Ja. Und da habe ich gedacht, ja komm. S-Bahn-Wand eingeführt worden. Dankeschön. Gries. Gummi. Ui, Gekui. Ui. 80, ja egal. Vorsicht. Wuhu, hui. Seite Köln-Mülheim rechts. Bei S-Bahn wird nur das angesagt, kein Schnickschnack. Danke. Tür auf. Oh, Tür aufmachen. Ruhe jetzt hier im Karton. Danke. Letzte Warnung. So, mal egal, dieser blöde Scheiße, ey. So, S-Bahn. Geil. Schön orange. Ich mag als Farbe orange sehr gerne. Hier steht auch Deutschbahn, das alte Logo. Tschüss, so. Alles. Rum. Rum. Und das geht's. Tür zu und sofort losfahren. Scheiße.
Na. Na, so. Eine Sache macht. Bim. Nächster Halt. Da gibt es das schöne Szenario. Jetzt guckt doch bitte mal im Relsim nach. Da könnt ihr mal gucken. Da sind viele Szenarios mit den Baureihe. Ja, ich bin Bimmelbahn. Hui! Was läuft an, ja. Scheiße, hab Mist gebaut. Gibt's da was anderes? Essen. Da brauchen wir Essen. S-Bahn. Perfekt. S-Bahn habe ich gefunden. Das passt auch schön. Das passt schon. Zug. Ruhe. Ruhe im Karton. Und alle Leute, die Leute mich noch mehr nerven. Ruhe in Puff. Mann. So, besser. Dann fahren wir danach die 111. Auch mit der S-Bahn-Wante. Da muss ich mir die Aufnahme pausieren, weil da muss ich mich selber nochmal dran fuchsen. Ja, ich habe mir gedacht, das Spiel ist lauter und ich bin lauter, dass ihr mich besser verstehen könnt. Weil sonst, wenn ich leise aufnehme, dann hört er mir gar nichts. Also, das ist total kacke. Bei mir wird auch nichts rausgeschnitten. Bei mir wird es auch nicht neu gemacht. Es wird... Ist einfach so. Nächster Halt, Köln, Stein. Prima, wir können den einfach komplett ausfahren. Hui. Hui. Da kommt er. So, meine lieben Leute, wir werden natürlich jetzt, wenn wir sind jetzt da, wir werden jetzt gleich die B11 fahren. Oh Mann. So, wir werden jetzt die B100-Steuerwagen jetzt verlassen und wir fahren jetzt mit der Lok weiter, ein Stückchen weiter. Also, bis gleich. Weiter geht es. So, wir fahren jetzt mit der Lok, jetzt wurde pausiert gemacht. Und wir fahren jetzt mit der BR111 jetzt mit der Lok, mit der orangen Lok. Mit S-Bahn sind wir noch zu tun. Und wir schildern erstmal schildern hier. Wir werden jetzt hier S-Bahn schildern, weil es sehr wichtig. Und Tür auf, machen wir schon mal Tür auf. Wenn wir sie können. So, wir steigen einfach ein und fahren weiter. Ja, ich habe kurz pausiert und dann geht's weiter.
So, wir werden jetzt den Panto jetzt dran machen. Das ist der hier, ne? Den will ich haben. Richtungswender da vorne. Genau. Ja. Danke. Und wir fahren weiter. Fahren weiter. So, jetzt fahren wir den Lok. Na Scheiße. Jetzt habe ich hier einen Mist gebaut. So, muss ich kurz pausieren und weil. Rolle runter machen. So, weiterfahren. Mal nicht so laut machen. Nicht seit Köln, Köln, Messe Deutz. Tür sind offen. X-Wagen. Heute X-Wagen. Heute nur die Strecke. Heute sind wir nur selber unter Strecke unterwegs. Fahren jetzt hier ein bisschen weiter. Rum. Und weiterfahren. Lüfte an. Weiterfahren. Mach auch nicht so lang. Da fährt er. Grüß Gott.
glaube, wir fahren nur bis Mülheim, glaube, dann wollte ich gleich Szenarios zeigen. Pom, 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 pom. X-Wagen. Mach mal Licht aus. Ah, egal, mit Licht können wir mal gucken. Da fährt der orange Typ her. Orange Mann. Hui. So, Kühlmühlheim. Da halte ich mal an und dann wollte ich was zeigen. Hui. Rum. Ich sage. Wunderbar. Danke. Lüfter kann man hier ausschalten, weil das natürlich, weil Lärmverstörung hier, Lärmstörung. Aua, das war ein bisschen hungerhaft, aber egal. So, wir werden jetzt nochmal die Lok abschalten, Licht ausschalten, ich werde die Rolle runter machen, ich werde jetzt hier die Anzeige anstellen. Umstellen, sehr wichtig, auf Null, perfekt, nichts, da soll er nicht einsteigen. So, wir werden jetzt die Hauptschalter aus, wir werden den Panto umtwitchen. Wieder komplett aus. So. Und jetzt zeige ich euch die Szenarios und ja. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Und zwar sehen wir das Hauptmenü und hier sind die Szenarios. Er hat geschrieben, hier S-Bahn, hier, da. Da sind Szenarios mitgeliefert. Hier sind einmal hier. Sind wir zwei Stück oder ihr könnt mal nach filtern. Und zwar, ihr könnt da mal dazu filtern, welche Aufgabe er hat. Und dann sind die Aufgaben hier schnell Spielszenario, fahren Sie wieder nach da. Und da könnt ihr euch richtig fett austoben. Also da könnt ihr richtig auspuffen, könnt auch andere Strecken nehmen. Da könnt ihr auch einsetzen, dann, ja, für 60 Minuten, also halt nach Essen, ne? Also jetzt habe ich euch gezeigt, wie mein Favorit ist für diesen Zug. Ich bin einfach zufrieden eigentlich. Hab mal was gefunden, was Spaß macht. Also ich habe mal, gut, kann ich euch verlinken, die Videobeschreibung, alles reingeschmissen. Die Strecke und das Spiel. Und dann sage ich mal von euch, verabschiede mich und man sieht sich. Tschüss, man sieht sich. Und tschüss, schönes Wochenende. Tschüss.